Willkommen bei Schreibart Online. Mein heutiger Gast ist Carolina Schutti. Sie ist in Innsbruck geboren und lebt auch heute wieder dort. Sie hat Germanistik studiert, über Elias Canetti promoviert. Sie hat aber auch Konzertgitarre und Gesang studiert. Sie hat eine Reihe von Büchern bislang publiziert, darunter Romane, Erzählungen und Gedichte. Zuletzt ist der Roman Patagonien im Februar dieses Jahres im Laurin Verlag erschienen. Es freut mich sehr, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Patagonien ist ganz knapp vor Beginn der Corona-Maßnahmen erschienen. Sie hatten also wahrscheinlich keine Gelegenheit, es so der Öffentlichkeit vorzustellen, wie das normalerweise üblich ist. Wie geht es Ihnen in dieser Zeit? Sind sehr viele Veranstaltungen, Auftritte abgesagt worden oder sind sie nur verschoben und werden dann nachgeholt? Ja, so dieser Corona-Einschnitt, der war sehr, sehr schmerzhaft und ist es immer noch. Im Grunde genommen ist das Buch tot, was jetzt die öffentliche Wahrnehmung betrifft, weil weder eine Buchpräsentation stattfinden konnte, noch Lesungen, noch Lesereisen. Also eigentlich alles, was dem Buch zur Öffentlichkeit verhilft, einfach nicht stattfinden konnte. Glücklicherweise gibt es so kleine, zaghafte Aktionen von Literaturhäusern, die Online-Lesungen veranstalten, die mir dann doch ein bisschen Mut gegeben haben, dass die Leserinnen und Leser zu diesem Buch finden können, wenn sie wollen. Sie sind ja Preisträgerin des EU-Literaturpreises. Eine ganze Reihe Ihrer Bücher ist in sehr viele europäische Sprachen übersetzt worden. Das heißt, auch Auftritte im europäischen Raum spielen ja eine große Rolle, zu denen ja auch dieses Schreibartprogramm verhelfen soll. Wie wichtig ist dieses Reisen, wie wichtig ist dieser Kontakt zu anderem Publikum, der Kontakt auch zu Übersetzerinnen, Übersetzern für Ihr Werk? Ja, der ist für mich immens wichtig. Ich habe zwischendurch das Gefühl, dass ich im Ausland bekannter bin als in Österreich. Es kommt und geht immer in Wellen. Und der Kontakt zum Publikum ist einerseits wichtig für die Bücher und andererseits für mich als Schreibende. Die Vernetzung und der Austausch mit Büchermenschen im Ausland ist eine ungeheure Bereicherung. Man lebt zwar immer in so einer Art Blase, weil ich als Büchermensch mit Büchermenschen zu tun habe, aber dennoch, wenn man in einer Woche in Bulgarien ist und mit den dortigen Menschen sich unterhält über das Leben, Bücher, Politik, Gesellschaft und so weiter, eine Woche später in Madrid, dann merkt man doch, wie unterschiedlich dieses Europa ist, wie unterschiedlich die Gesellschaften sind und alles quasi zur selben Zeit abläuft. In Ihrem letzten Buch gehen Sie ja weit über Europa hinaus, zumindest was den Schauplatz und was den Titel anbelangt. Patagonien ist ja wirklich exemplarisch exotisch. Waren Sie selber dort? Ich habe mit dem Gedanken gespielt, als ich die Idee für das Buch schon hatte, selber dorthin zu fahren, habe mich aber ganz, ganz bewusst dagegen entschieden. Wir werden über das Buch noch reden, nehme ich an, und es geht mir da darum, ganz existenzielle Dinge zu zeigen und nicht darum, einen Reisebericht zu schreiben. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn man in einer Landschaft ist, an einem Ort, der einen sehr beeindruckt, dann fließen sehr, sehr viele Details automatisch in das Schreiben hinein, außer man lässt sehr viel Zeit vergehen. Das wollte ich dann auch wieder nicht. Ich habe mich für einen Mittelweg entschieden und zwar habe ich mit Bloggern Kontakte aufgenommen, das ja heutzutage überhaupt kein Problem ist, mit echten Auswanderern sozusagen, die in Patagonien leben und habe mich mit denen ausgetauscht. Das heißt, es war zwar ein sehr authentischer Kontakt, viel authentischer als jetzt nur in Wikipedia zu recherchieren, und andererseits ist doch ein gewisser Filter davor, weil es Erzählungen anderer Leute sind und nicht das eigene Erleben. Patagonien habe ich deswegen ausgewählt als Schauplatz des Buches, weil ich etwas gebraucht habe, das möglichst weit weg ist und das
irgendwie eine Landschaft, die zwei Gesichter hat. Einerseits ein wunderschöner Sehnsuchtsort und andererseits eine sehr lebensfeindliche Umgebung. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass es Ihnen wichtig ist, archetypische Situationen zu erfinden und damit dann zeitlose Geschichten zu erzählen. War das auch in diesem Fall ein wichtiger Punkt? Ja, auf jeden Fall. Also diese Zeitlosigkeit ist etwas, die sich wirklich durch alle meine Bücher und all mein Schreiben zieht. Auch wenn sie schon im Hier und Heute irgendwo verankert sind und jetzt sich nicht ins 19. Jahrhundert übertragen lassen, aber mir geht es um den Mensch als Menschen und über die Dinge, die die Zeiten überdauern, mehr oder weniger. Und ja, auch in Patagonien habe ich versucht, alles Störende oder alles besonders Heutige so ein bisschen abzuschädeln, bis nur mehr der nackte Mensch übrig bleibt. Bei all dem findet man in Ihren Büchern sehr wenige Fakten. Auch das passt ja sehr gut zu diesem Wunsch, keine Reiseliteratur zu schreiben, weil es das Gegenteil davon eigentlich ist. Stattdessen findet man sehr viele Andeutungen und aus diesen Andeutungen entstehen dann Geschichten. Wie wichtig ist es Ihnen, diese Leerräume zu schaffen, in denen Leserinnen und Leser dieses Buch dann eigentlich fertig lesen oder auch fertig schreiben können? Ja, das ist etwas, das mir genauso wichtig ist wie der Text, den ich letztendlich hinschreibe. Also ich versuche, mit meinen Zeilen Leerstellen zu erschaffen oder gewissermaßen auch um Leerstellen herumzuschreiben, ihnen einen Rahmen zu geben. Eine Leerstelle kann ja nur wirken, wenn sie einen Rahmen hat. Und es ist oft die Schwierigkeit, nicht zu wenig und nicht zu viel hinzuschreiben. Als Leserin und als Leser muss man sich ganz aktiv in diese Geschichte einbringen und das macht den Leseprozess sicher fordernd in einem gewissen Sinne. Diese Andeutungen, in denen Sie erzählen, passen oft sehr gut zu dieser psychologischen Grundstruktur der Figuren. Viele von diesen Figuren tragen ja Traumata mit sich. Viele dieser Figuren haben auch sichtbare Verletzungen, wie zum Beispiel gerade eine zentrale Figur in Patagonien. Und diese Verletzungen, diese Traumata, die tauchen nach und nach dann auf oder werden nach und nach entschlüsselt, wenn man so will. Das Ganze passiert in sehr genauen psychologischen Skizzen, die Sie eigentlich in Ihren Texten verarbeiten. Wie entsteht so etwas? Zunächst einmal ist es mir wichtig, dass ich bei all dieser psychologischen Genauigkeit nie in die Köpfe der Figuren hineingehe. Mittlerweile passiert mir das auch nicht mehr, weil ich merke, ich schreibe eigentlich immer ähnlich, so, was diesen Punkt betrifft. Also ich möchte jetzt nicht deuten, was die Figur macht oder fühlt, sondern ich versuche, sie mit einer Handkamera ganz nah zu begleiten. Und ich versuche, durch ihre Augen zu sehen, aber nicht in ihrem Gehirn zu wohnen. Das heißt, ich sehe, was die Figur sieht, ich rieche, was die Figur riecht. Und über diese kleinen Beobachtungen, über Bewegungen, über Körperlichkeit, über Gegenstände, versuche ich, dieses Psychogramm zu erschaffen. Auch hier wieder ist es eine Art Arbeit mit Leerstellen. Es ist so ein Abgrenzen einer Psychologie, einer Biografie der Figur, also ein Abstecken, ein vorsichtiges, in der sich dann die Figur entfaltet letztendlich. In vielen Ihrer Bücher gibt es so etwas wie ein zentrales Thema, das als Hintergrund da ist. Das war in Ihrem ersten Roman das Thema Schuld, das war dann in einem anderen Buch das Thema der verlorenen Muttersprache und so weiter. In diesem Buch erscheint mir das wesentlich komplexer. Gibt es auch da so ein Thema, das einfach für Sie als Beginn da war und als Hintergrund dieser ganzen Geschichte? Hier ist es tatsächlich nicht so klar festzulegen, glaube ich. Am ehesten das Thema, dass man versucht, seinem Leben davonzulaufen. Oder vielleicht das Gefühl, das Recht auf eine zweite Chance zu haben, auf einen Neubeginn. Aber es ist so, es gibt zwar eine Hauptfigur, eine zentrale Figur, die ihr Thema hat,
aber alle anderen Figuren haben auch ihre Rucksäcke, die sie mit sich nehmen. Und diese Rucksäcke sind doch sehr unterschiedlich. In Patagonien geht es ja um eine Handvoll Menschen, die an diesem entlegenen Ort miteinander leben, arbeiten. Und da kommt manches dann zutage, zum Vorschein. Sie werden jetzt, glaube ich, ein paar kurze Stellen oder eine kurze Stelle aus diesem Roman lesen. Sehr gerne. Ben stellt den Seesack hinter dem Jeep ab, öffnet vorsichtig die Heckklappe, verstaut mit Mühe die letzten Einkäufe, die Lackdose. Im gegenüberliegenden Haus bewegt sich eine Gardine. Ben fühlt sich beobachtet, winkt, doch niemand winkt zurück. Ein letzter Blick die Straße hinunter, dann setzt er sich hinter das Steuer und lässt den Motor an. Der Reservekanister steht auf dem Beifahrersitz. Eine stundenlange Fahrt liegt vor ihm in diesem heillos überladenen Wagen, in dem die Pakete quietschend aneinanderreiben, in dem immer etwas klappert. Der seine besten Zeiten längst hinter sich hat. Dazu das Kratzen der Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe, feiner Sand, der sich in den Gummilippen festsetzt und sogar langdauerndem Regen widersteht. Staub wie Nebel, grollender Wind, die Ortschaft lässt Ben rasch hinter sich, den einsam gelegenen Schrottplatz, die beiden vorgelagerten Estancias. Er muss das Lenkrad mit beiden Händen festhalten. Schon einmal war er mit dem Jeep von der Straße abgekommen und im Gebüsch hängen geblieben. Nur mit Mühe hatte er sich damals daraus befreien können. Beinahe hätte der Unfall den Unterboden zerstört. Sarah kroch später selbst unter das Auto, als er es ihr zurückgab. Sie tastete und klopfte alles ab. Nichts passiert, aber wir haben nur das eine, ja? Keine Ermahnungen, als er das nächste Mal um den Wagen bat. Dabei hatte er gefürchtet, auf die ohnehin seltenen Fahrten verzichten zu müssen. Sie hatten nur das eine, und ein neues könnten sie sich kaum leisten, auch dann nicht, wenn sie alle zusammenlegten. Beide Hände also am Lenkrad, keine Ablenkung. Was ihm früher wie eine endlose, einförmige Landschaft vorgekommen war, hatte sich im Lauf der Zeit wie von selbst gegliedert. Bachläufe, Baumgruppen, Sträucher, kleine Täler und Plateaus. Am Horizont die Berge, die kaum näher zu kommen scheinen. Dunkelblau, blaugrau, weiß. An windstillen Tagen könnte man glauben, im Paradies zu sein. Vorausgesetzt, das Paradies bestünde aus spitzen Gipfeln mit bizarren Eisformationen, einem Himmel von durchdringendem Blau, wie zu Skulpturen gefrorenen Wolkenfetzen, die in Ruhe verharren, bevor sie der nächste Windstoß zerreißt und in wahnwitziger Geschwindigkeit um die Gipfel schlingt. Trotz der Helligkeit, des eigentümlich klaren Lichts, ist jeder Sommertag ein Gastspiel. Auf Temperaturen ist kein Verlass, auch nicht darauf, ob die Straße passierbar ist oder nicht. Ein Bild. Er ist noch ein Kind. Die Eltern nehmen ihn zu einer Abendveranstaltung mit. Tänzer soll es geben und ein kleines Orchester, Jongleure und Artisten. Es ist laut. Farben und Körper wirbeln durcheinander. Es wehen Stoffbahnen. Glitter schwirrt durch die Luft und auf einmal wird es dunkel und still. Ein schmaler Mann tritt auf in schwarzem, fallendem Gewand, erhebt einen Stab vom Boden auf, einen zweiten, noch einen und noch einen, legt den ersten auf seinen ausgestreckten Zeigefinger, den zweiten auf den ersten und immer so fort, bis er selbst die Achse eines gigantischen, sich sachte drehenden Mobiles ist. Es dauert. Es dauert lang. Und doch hört man vom Publikum kein Wort. Es hält den Atem an, bis der letzte Stab an seinem Platz ist, bis irgendjemand mit dem Applaus beginnt, bis alles wieder zu Boden fällt und ein Tänzer herbeieilt, um die Stäbe einzusammeln. Er erinnert sich, wie dieser Künstler eine Sehnsucht in ihm ausgelöst hatte. Er brachte etwas von draußen, von der weiten Welt auf die Bühne. Nicht laut,
nicht glitzernd. Es hatte nichts mit den Fernsehserien zu tun, die seine Mutter so gerne sah, und nichts mit dem Schulunterricht, in dem sie Einwohnerzahlen und Sehenswürdigkeiten und Wirtschaftsleistungen und alle möglichen Besonderheiten fremder Städte auswendig lernten. Er brachte eine Ahnung mit von einem Ort, an dem man sich selbst genügte, an dem Zeit keine Maßeinheit war. Er ließ ihn einen Moment lang spüren, dass es nicht wichtig war, seinen Platz zu finden, sondern dass es vergeudete Zeit bedeutete, einem fremden Anspruch genügen zu wollen. Dass man die Kräfte, mit denen man von Natur aus ausgestattet war, nur bündeln musste. So einfach. Und doch sollte es Jahre dauern, bis er den Mut hatte, aufzubrechen. Gewohnheiten zu Erinnerungen werden zu lassen. Auch schöne, natürlich, schöne auch. Die langen Nächte im späten Herbst, in denen er auf der alten Nähmaschine seiner Mutter Handschuhe geflickt und Tragesysteme für seine Ski genäht hatte. Aus Lederresten und alten Jeanshosen. Auch seinen Freunden machte er welche, mit einer Seitentasche für die Lawinenschaufel, die sie zum Schanzenbauen brauchten, und einmal, um einen Freund auszugraben. Ab Oktober hatte er täglich die Wolken beobachtet. Das Thermometer. In guten Jahren gab es an bestimmten Hängen schon im November genug Schnee für eine erste Tour. Das gemeinsame Studieren des Zugfahrplans, der Bahnsteig in der Dunkelheit, das Geräusch des Zuges, wenig später die Lichter der Lok, die auf sie zukamen, den Nebel in seltsamen Streifen ausleuchteten. Die schweigsame Fahrt gemeinsam mit Pendlern, die schliefen oder ausdruckslos auf die dunklen Fenster starrten. Die Aufstiege in der Finsternis mit Stirnlampen. Nichts als das Geräusch ihres Atems und das Aneinanderreiben der Hosenbeine im Ohr. Das Morgenlicht, das sich türkis oder blassrosa am Himmel zeigte, etwas verspätet durch den Wald drang. Diese Schritte im ersten Pulver des Jahres durch den verschneiten Hochwald zuerst. Alle hatten sie ein Grinsen im Gesicht wie Schulbuben, die eine Chemiestunde schwänzen. Diese unendliche Vorfreude auf die erste Line, auf den ersten Sprung, auf einen Tag zwischen mächtigen Gipfeln und bizarren Formen im Schnee. Kohlrabi und Käse im Rucksack, ein kleines Kuppelzelt für drei, in das sie sich zu viert drängten, der alte Gaskocher, der zum Schmelzen des Käses gerade taugte, die Fäden, die er zog, wenn sie Kohlrabi und Brotstücke hineintunkten und hungrig schlafen gingen, weil es viel zu wenig gewesen war. Dieses Gefühl, wenn sie am Abend des nächsten Tages nach Hause kamen, eine eingeschworene Gruppe, die sich aus freien Stücken von Sesselliften und Wegwerfkleidung verabschiedet hatte, weil sie nicht schuld sein wollte am Verschwinden der Gletscher, an trostlosen, graubraunen Winterlandschaften, weil sie sich uneingeschränkt freuen wollte an diesem sinnlosen Zeitvertreib, der niemandem nützte außer ihnen selbst. Die Figuren, die da in Patagonien zusammentreffen, erscheinen ja wie Aussteiger, die einen Ort suchen, an dem sie dann besser anders leben können. In Wirklichkeit ist aber, vor allem wenn man wie in dieser Stelle diese Erinnerungen an die alten Orte vor diesem Aufbruch sieht, in Wirklichkeit wirkt dieser Ort jetzt, dieses Patagonien, fast wie eine Art Gefängnis. Wie würden Sie dieses Patagonien beschreiben, diesen Ort im Roman, an dem diese ganzen Lebensläufe zusammenfließen? Ja, dieser Ort ist, wie ich eingangs schon erwähnt habe, ein Ort mit zwei Gesichtern. Ich beschreibe an einer Stelle auch die Straße als eine Art Nabelschnur, ohne die es kein Leben gäbe. Die Figuren sind alle getrieben von der Sehnsucht, irgendwo neu zu beginnen, ganz, ganz, ganz weit weg von ihrem alten Leben, möglichst autark zu leben und sich von der Gesellschaft abzuschneiden. Doch nach und nach wird klar, dass dieses ganz autarke Leben nahezu unmöglich ist, denn eben ohne Versorgung von außen gäbe es dort einfach kein Leben, kein Überleben. Andererseits ist dieser klare Schnitt, dieser Beginn eines zweites
zweiten Lebens nicht wirklich möglich, denn sie alle werden von Erinnerungen eingeholt, von Erinnerungen an die alten Orte, an Freunde, Familie, Beziehungen. Und so ein altes Leben lässt sich nicht so leicht abstreifen, wie sie es sich vielleicht wünschen würden. Der Ort, an dem sie ihre Hütte, ihr Haus, ihre Unterkunft bauen, ist eine Sackgasse, liegt am Talschluss, an einem Talschluss, an dem es kein Weiterkommen mehr gibt. Im Grunde genommen ist es eine Art Gefängnis, das sie sich da aus freien Stücken ausgesucht haben. Sie sind auch Musikerin, und wenn ich sage auch Musikerin, dann heißt das, dass Sie ja nach wie vor singen und das wirklich eine zweite künstlerische Betätigung neben dem Schreiben ist. Jetzt ist es ein naheliegender Kurzschluss zu sagen, dass dieser ganz besondere Rhythmus, diese Melodie in Ihren Sätzen, in Ihrer Sprache von dieser Musikalität herrührt. Ist das so? Würden Sie selbst sagen, dass Ihre musikalische Ausbildung eine direkte Auswirkung auf das Schreiben hat? Oder sind das zwei Welten, die nebeneinander existieren? Die musikalische Ausbildung hat zweifelsohne eine sehr große Auswirkung auf mein Schreiben. Einerseits auf die Sprache natürlich, das spielt sich aber sehr unbewusst ab. Obwohl meine fertigen Texte sich im Mund irgendwie gut anfühlen müssen. Ich überprüfe das auch beim lauten Lesen, und das ist schon es hat einen sehr sinnlichen Moment. Die zweite Sache ist ein gewisses Formbewusstsein, das ich jetzt zwar auch nicht am Reißbrett entwerfe, das sich irgendwo über die Jahre abgelegt hat, aber musikalische Formen spielen sehr wohl eine Rolle, in der Hinsicht, wie ich meine Romane anlege, komponiere, zusammensetze. Also so Prinzipien wie der goldene Schnitt, Rondoform und so weiter. Das ist etwas, das schon, glaube ich, sichtbar ist in meinen Texten. Und ganz banal gefragt, hören Sie Musik beim Schreiben, so wie das ja sehr viele Autorinnen und Autoren machen? Ja, absolut nicht. Also ich bin jemand, ich brauche beim Schreiben absolute Totenstille und Ruhe. Ich kann auch nicht im Freien schreiben, nicht einmal auf meiner wunderschönen Terrasse umgeben von Kräutern, wo viele Menschen, die mich besuchen, sagen, das ist der ideale Schreibplatz. Das geht gar nicht. Also ich brauche weiße Wände und Stille. Und ich könnte auch nicht sagen, dass es gewisse Musikstücke gibt, die jetzt ein Buch begleiten. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Die Sprache selber hat so einen Rhythmus, einen Klang, je nach Buch, je nach Figur. Und der darf nicht gestört werden durch Musik von außen sozusagen. Sie arbeiten jetzt an einem neuen Projekt, ein Buch, das im Droschel Verlag erscheinen wird. Worum geht es da? Das ist tatsächlich jetzt einmal ein ganz anderes Setting als bisher. Kein so hermetisches mehr, wobei es auch hier wieder um Verletzung und Traumatisierung und so weiter geht. Die Hauptfigur ist Nadjeshda, eine Bootbauerin, die an Wutanfällen leidet, schon zeitlebens, und die Wutanfälle stehen ihr in ihrem Leben im Weg. Sie zertrümmert eines Tages die Werkstatt ihres Meisters und landet in einer Nervenheilanstalt. Und es gibt eine zweite Figur, Ruben. Da gibt es einen kleinen Zusammenhang mit Patagonien, und zwar sucht auch er das Weite, zieht in die andere Himmelsrichtung, und zwar nach Sibirien. Auch hier habe ich wieder einen Ort mit zwei Gesichtern gewählt. Zu viel möchte ich da aber noch nicht verraten. Und Nadjeshda und Ruben haben eine ganz, ganz eigentümliche Verbindung, die sich im Lauf des Romanes offenbart. Werden Sie uns ein bisschen daraus vorlesen? Sehr gerne. Eine Aufregung. Kurz vor Mittag, an den bodentiefen Fenstern des Speisesaals war kaum noch ein Platz frei, alle saßen oder standen dicht gedrängt. Ich kam neben Mark zu stehen. Was ist los? Was ist los? Und draußen auf der Terrasse war der Hausmeister mit einem Gartenschlauch, schraubte an der Düse herum. Was ist los? Sag schon!
Schildläuse, sagte Mark. Millionen, Milliarden auf den warmen Steinen. Samtmilben, sagte jemand anderer. Spinnen, 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 kreischte es. Sie sind winzig, sagte Mark, sieh nur. Und ich presste mein Gesicht an die Scheibe, konnte nichts erkennen. Sie sind winzig, winzig, winzig klein, sagte Mark. Und da schrie jemand auf, ein rotes Tierchen krabbelte über das Glas, flink in eckigen Bewegungen, als wollte es Haken schlagen, und da war noch eines, noch eines. Jemand kreischte, Spinnen, 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 siehst du, fragte Mark, wie ein roter Schleier im Wind. Und jetzt sah ich es. Hunderte, tausende knallrote Tierchen, Millionen ganz sicher nicht, aber sehr, sehr viele. Ein einziger, sich bewegender, hauchdünner Teppich auf den Schieferplatten. Und jetzt bekamen wir durch die Scheiben hindurch auch etwas zu hören. Ein kräftiges Rauschen setzte ein Brummen. Das Wasser begann aus dem Schlauch herauszuschießen. Der Hausmeister zielte auf den Schleier. Das Wasser spritzte in alle Richtungen. Seine lange Hose bekam dunkle Flecken. Unsere Aussicht begann unter den Tropfen zu verschwimmen. Der Hausmeister ging langsam vor, Schritt für Schritt. Ruhig bewegte er den Schlauch hin und her, begann im äußeren Eck. Alles war nass. Hoffentlich vergisst er das Fenster nicht, sagte jemand. Heute gibt es Fisch und Brokkoli, sagte jemand anderer. Und auf einmal war es nicht mehr so eng und gedrängt am Fenster. Stühle wurden gerückt, man verteilte sich, vereinzelt hörte man Besteckgeklapper. Einige rückten ihre Teller und Gläser zurecht, aber ich blieb stehen, schaute dem Hausmeister zu. Er stand nun direkt vor uns, spritzte die Fuge zwischen Terrasse und Fenster ab. Mark stützte seine Stirn ans Glas, ich drückte meine Handflächen darauf, einmal links, einmal rechts. Doch trotz unserer unmittelbaren Nähe nahm der Hausmeister von uns keine Notiz. Ich klopfte. Nichts. Er hielt den Kopf gesenkt. Vielleicht war das Wasser einfach zu laut. Vielleicht verschluckte Sicherheitsglas alle Geräusche. Ich ließ das Klopfen auch gleich wieder bleiben. Hier drinnen konnte man es gut hören. Alle Ohren sind auf Glasgeräusche geschult. Da kann es noch so einen Tumult geben. Das leiseste Splittern, das zarteste Pochen wird vernommen. Und so schnell kann man gar nicht schauen, wie jemand neben einem steht, wie zufällig, und prüft, ob nur eine Flasche umgefallen oder ob ein Glas zu Bruch gegangen ist. »Ich brauche Luft«, sagt Mark. »Und ich nicke. Was bedeutet, dass wir uns nach dem Essen im Park treffen? Auf der einzigen Bank, die um 13.30 Uhr zur Hälfte in der Sonne und zur Hälfte im Schatten steht. Er in der Sonne und ich im Schatten. Ich sitze immer im Schatten, damit mein Gesicht nicht heiß wird. Nicht der Rücken, nicht der Bauch. Und Mark braucht die Sonne wie die Luft zum Atmen«, sagt er. Krempelt seine Hosenbeine hoch und sogar die kurzen Ärmel des T-Shirts, klemmt die Stoffrollen unter die Achseln, damit sie oben bleiben. Eine Woche noch. Zwei höchstens. Für die kommenden 10 Tage ist gutes Wetter angesagt. Danach geht es Mark nichts mehr an. Danach wird er weg sein. Ich allein auf dieser Bank, nach einem hastigen Aufbruch, um der als Frage getarnten Aufforderung des Personals zuvorzukommen. »Nadjeschta, möchten Sie nicht vielleicht ein wenig an die frische Luft? Es wird Ihnen gut tun.« Diese therapeutischen Vorschläge, die ich nicht hören mag. Ich will sie nicht ablehnen und ich will sie auch nicht befolgen. Was mir gut tut, bestimme ich. Ich werde von selbst gehen, bevor Sie fragen können, um 12.20 Uhr, um 12.25 Uhr spätestens, den Nachtisch noch im Mund. Dann ist die Bank noch im Schatten, aber ich weiß im Vorhinein, wo meine Seite ist. Ich versuche, mir Marks Körperhaltung genau einzuprägen. Zusammengezogene Schultern, ein leicht vorgeschobener Kopf, gegrätschte Beine, der linke Arm auf der Lehne, der rechte Unterarm locker auf dem Schoß. Noch ist Mark da. Er lehnt sich zurück, er räuspert sich. Es sind Spinnmilben, sagt er. Schildläuse sind nicht rot. Und was ist mit Lippenstift und Campari und Nagellack und Ministrantenumhängen, frage ich. Spinnmilben. Es sind Spinnmilben. Schildläuse werden zuerst gekocht. Sie sind grau, sitzen auf Bäumen und nicht auf Terrassen und Hausmauern. Wer kommt auf die Idee,
eine Schildlaus zu kochen. Ich erzähle Marc von Schellack. Das sind auch Schildläuse, sage ich, nicht ihre Panzer, das nicht, sie scheiden Harzblasen aus. Man löst sie von den abgeschnittenen Ästen ab und das Harz ist feuerrot. Aber was will man mit rotem Lack auf Holz? Also wäscht man die Farbe heraus, bis der Lack klar ist, samtig. Und ich erzähle Marc, dass ich es geliebt hätte, Schellack aufzutragen. Nicht mit einem Pinsel, sondern mit einem Tuch. Schellack wird mit einem Baumwolltuch aufgetragen. Dieses zarte Betupfen des Holzes, dieses Streicheln. Schicht für Schicht, dieser matte Glanz, dieser Geruch. Doch im Bootbau ist Schellack nicht zu brauchen. Es dauert Tage, ihn zum Glänzen zu bringen. Es vergehen Jahrzehnte, bis er ganz hart wird. Und er quillt auf, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Und so ist es bei dem einen Versuch in der Berufsschule geblieben. Veredelung von Holzoberflächen. Ein Nachmittagskurs mit einem Instrumentenbauer. Im Bootbau braucht man Robusteres. Double Coat Polyesterlack, zwei Komponenten Polyurethanlack, Epoxidharz, Osmoselack, außer bei Teak. Teak wird nur geölt. Hast du eigentlich gewusst, wie sehr so ein Teakstamm beim Aufschneiden stinkt und dass er zuerst grün ist? Grün wie unreife Walnüsse und binnen Minuten verfärbt sich das Holz, glänzt vom ausgetretenen Öl. Und wir haben die zersägten, vom Splint befreiten, glattgehobelten Bretter auf Stellagen gelegt und noch vor der Tür konnte man die neue Lieferung riechen. Zwei-, dreimal im Jahr, nicht öfter, eher seltener. Wer möchte sich das leisten, ein Teakdeck? Ich habe ein ganzes Deck geölt. Man kann den Pinsel nehmen oder ein Tuch. Ich habe immer ein Tuch genommen. Die Hände waren fettig danach, die Ärmel, manchmal auch die Hosenbeine, wenn ich unachtsam war. Ich höre auf zu reden. Mein Blick fällt auf die roten Haare der Seejungfrau, die lasziv auf Marks Unterschenkel liegt, mit geschlossenen Augen, als würde sie jeden Moment eine Berührung erwarten. Mark ist ein Klischee, das sagt er selber. Tätowiert, drogensüchtig, in einem schlechten Trip stecken geblieben. Schlecht verheilte Einstichstellen in den Armbeugen. Man sieht ihn nur mit Kopfhörern. Er müsste längst taub sein von seiner Musik. Nur die langen Haare, die fehlen. Er hat eine Frisur wie ein Bankbeamter. Immer schon gehabt, sagt er. Dann sind es Spinnmilben. Ich habe noch nie eine Schildlaus gesehen. Soll ich die Katze rufen, frage ich. Der Schatten ist 2 Zentimeter gewandert. Marc sagt nichts, also rufe ich. Warte, rufe noch einmal. Manchmal dauert es ein paar Minuten. Diesmal rufe ich oft, lauter als sonst. Ich stehe auf, um einen besseren Überblick zu haben, um einen bewegten Schatten im Augenwinkel, Bewegung im Gebüsch zu sehen. Doch nichts. Vielleicht war die Katze auch auf der Terrasse gewesen. Vielleicht hatte sie der Wasserstrahl getroffen. Vielleicht wagte sie sich jetzt nicht mehr aus ihrem Versteck. Ich rufe noch einmal. Plötzlich ein Miauen direkt hinter mir. Marc dreht den Kopf, öffnet die Augen. Da ist sie ja. Und ich frage ihn, ob er sie auch einmal streicheln möchte. Frage, als wäre das meine Katze, die nur Freunde berühren dürfen. Und Marc nickt, bückt sich, krault den Katzenkopf zwischen den Ohren. Weich, sagt er. Spürst du denn nicht ihre Knochen, frage ich. Und sage ihm, dass er an seiner Hand riechen solle, ob er auch finde, dass sie jetzt stinkt. Und Marc hält die Handfläche an seine Nase, schüttelt den Kopf. Ich rieche nichts, das ist doch keine Ziege, und krault die Katze weiter am Kopf. Ich lasse ihren Schwanz durch meine Finger gleiten. Heute habe ich ihr Fisch mitgebracht. Ich falte die durchfeuchtete Serviette auf meinem Schoß auseinander. Das Filetstück ist völlig zerfallen. Ich kratze es mit den Fingernägeln von der Serviette, so gut es geht, und halte meine mit Fischstückchen bedeckten Finger der Katze vors Maul. Sie will nicht fressen. Würde ich auch nicht wollen, sagt Marc. Marc isst keinen Fisch. Er hat Angst vor den Gräten. Ich wische die Finger mit den Rändern der Serviette ab, so gut es geht, drücke die Finger dann der Katze tief ins Fell, reibe mit den Fingerspitzen an ihrer Haut. Auf einmal streckt sie ihren Rücken durch, drückt sich vom Boden ab, verschwindet mit wenigen Sätzen im Gebüsch. Den See vermisse ich. Einzig der Nebel im Winter erinnert an seine Nähe.
Im Winter breitet er sich aus, liegt dick über der Stadt, über den Dörfern, über Ufern und Feldern, über der Autobahn. Der See greift mit feuchter, kalter Hand nach seiner Umgebung. Und man vergisst im tiefen Grau schnell das Glitzern des Wassers im Sommer, die friedlichen, schattigen Buchten, das Schwimmen über all die zarten Wasserpflanzen hinweg, die in den heißen Monaten bis an die Oberfläche wachsen, ein tiefer, stiller Wald mit durchscheinenden, lichtgrünen Blättern. Diese dunkle, ruhige Oberfläche an windstillen Tagen, die sich aber nie bis zum Horizont zieht, sondern immer irgendwo aufgeworfen wird, sich unruhig kräuselt, an einem der Ufer oder irgendwo in der Mitte. Manchmal passiert es, dass sich binnen Minuten hohe Wellen bilden, dass man sich in einem Augenblick noch in einem Bilderbuch wähnt, müde die Position der Angelruten prüft, dem sanften Plätschern am Bootsrumpf lauscht und plötzlich schlägt das Wasser über den Rand, man muss sich festhalten, die Angeln einholen, schnell, schnell, den kleinen Motor anwerfen, das Blinken der Sturmwarnung vor Augen, dunkle Wolken über dem Kopf und oft, ja oft, den Sonnenschein im Rücken und Leute auf Surfbrettern und Luftmatratzen, die bis zum Abend keinen Regentropfen abbekommen werden. Als würden willkürlich unsichtbare Wände eingezogen, Wetterscheiden mitten am See. Mark trägt das Wasser auf den Beinen, nicht den See, sondern das Meer, Wellen und ein Segelschiff, zerklüftete Felslandschaften, feenhafte Frauen mit schmalen Händen, Farne, Schlingkraut, das Skelett einer Schlange. Und als mein Blick auf diesen Bildern ruht, als ich darüber staune, wie Licht und Schatten auf den Felsen liegen, wie wuchtig die Gischt an die Küste schlägt, wie das Schiff sich gegen die Wellen stemmt, wie man zu sehen glaubt, dass die unteren Decks längst mit Wasser gefüllt, die Matrosen durchnässt, heiser vom Schreien, entkräftet gegen den Sturm kämpfen, da fällt mir plötzlich wieder ein, dass auch in Tattoofarben Schellack ist, dass der Instrumentenbauer davon erzählt hat, als jemand ein Problem damit hatte, den Lack aufzutragen, weil bei der Herstellung vielleicht auch einige Läuse gestorben seien. Lauslarven eigentlich, noch nicht einmal geschlüpft, mit den leeren Kokons von den Zweigen abgestreift. Niemand könne alle Kokons überprüfen. Und da hat er gesagt, was meinen Sie, was in Ihrer Tattoofarbe drinnen ist? Und so still war es plötzlich im Raum, weil wahrscheinlich jeder gedacht hat, dass man ein Tattoo nicht ausspucken kann wie ein Stück Wurst. Sie sind ja auch Lyrikerin, haben einen Gedichtband bisher publiziert. Ist das Gedichteschreiben etwas, was neben dem Romanschreiben erfolgen kann, oder brauchen Sie da eine spezielle Zeit dafür? In diesem Fall wahrscheinlich nach dem Buch, das jetzt erscheint. Also als Lyrikerin würde ich mich selbst nicht bezeichnen. Der Lyrikband ist über viele, viele Jahre gewachsen und er war da und ich hatte das Gefühl, es wäre nicht schlecht, ihn das Licht der Welt erblicken zu lassen. Ich habe seitdem aber kein einziges Gedicht mehr geschrieben und ich weiß nicht, ob ich es jemals wieder tun werde. Ich kann auch nicht mal sagen, wann und wo und wie der Großteil der Gedichte entstanden ist. Zu manchen gibt es noch ein Bild. Es war sicher nicht während des Roman- oder Hörspielschreibens, das waren ganz andere Phasen. Aber eben seither gibt es nicht einmal Skizzen zu möglichen Gedichten. Wann wird dieses Buch erscheinen? Das wird im Februar 2021 sein. Dann hoffen wir, dass sich bis dahin alles wieder normalisiert hat. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung.